Hi Leute, schön, dass ihr wieder bei Happy Drums reinschaut. Heute mal ein Ayub Groove. Dieser kommt mehr aus dem arabischen Raum und dieser wird hierzulande gerne in Popproduktionen verwendet und natürlich aber auch in vielen anderen Dingen. Und diesen kann man natürlich auch auf anderen Percussion-Instrumenten spielen als wie die Cajon. Ja, und natürlich funktioniert dieser auch am Drumset. Hier aber jetzt eine Variation für die Cajon. Und das Schöne ist, der ist sehr übersichtlich, kurz und knapp gehalten. Wir kommen mit einem Zweivierteltakt wunderbar aus. Also 1, 2, 1, 2, boom, ja, boom, ja, boom, ja, boom, ja. Ne? Ihr merkt schon, da will man schon direkt loslegen, tanzen, was auch immer. Und ich benutze den Handsatz rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechter Hand, Bassschlag. Also Basston, also 1, 2, 1, 2, ja. Und die linke Hand einmal auf 1a und auf 2 und. Ja, am besten zähle ich euch das 16. Raster mal komplett dazu und dann könnt ihr genau hören, wo was hinkommt. Ich versuche mal so langsam, wie ich kann. 1E unter 2E unter 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 1E unter 2E unter. Ja? Und mal nur die geschlagenen Positionen gezählt. 1, A2 und 1, A2 und langsamer. 1, A2 und 1, A2 und 1, A2 und 1, A2 und, also ihr seht, am besten oder besser ihr hört, nicht ihr seht, versucht diesen Rhythmus zu singen. 1, A2 und boom, tja, boom, tja, boom, tja, boom, tja. Das hilft eigentlich am, das ist eigentlich, finde ich, immer noch das Beste. Ne? Also wenn man versucht, diese Rhythmen mit einer Fantasiemelodie zu belegen, also wie ich das jetzt hier gerade mal boom, tja, boom, tja, also gerade gemacht habe. Boom, tja, boom, tja, boom, tja, boom, tja. Ne, findet man auch, glaube ich, so viel in so Straßen, also Musikergeschichten, also so Gypsy-Style. Müsst ihr mal, wenn ihr in großen Städten wohnt, vielleicht kommen da ja mal so ein paar Straßenmusikanten vorbei, da kommt sowas auch sehr gerne vor. Also auch viel im Balkanbereich. Natürlich wieder leicht variiert. Ne? Ich sage immer, so Rhythmen von aller Welt, das ist immer ein bisschen so wie Flüsterpost. Einer sagt so, einer so und dann am Ende kommt wieder was ganz anderes bei raus. Aber gerade das ist ja das Schöne, ne? Diese Vielfalt und diese Weiterentwicklung. Also gar nicht so viel drüber nachdenken. Nochmal 1, A2 und 1, A2 und 1, A2 und 1, A2 und. Ja? Das wäre jetzt die absolute Basisvariation. Mit so einem durchgehenden 16-Pattern, ja, klingt es natürlich so etwas fülliger. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt mehr Pep hat. Ich denke mal, es ist auch Geschmackssache, kommt auch immer auf den musikalischen Kontext an. Ne? Also mit wem ich da gerade spiele soll, mache ich lieber nur das Nötigste oder ist jetzt gerade ziemlich leer, ist vielleicht besser. Ich spiele noch so ein paar Tippschläge dazwischen, also quasi kurz und bündig. Alles andere dann mit Tipps auffüllen, also Fingertipps, ja, also so leise wie möglich, ne? Aber auch nicht sich so zu sehr zurückhalten. Gut, anderes Thema. Hier geht es jetzt erstmal nur um diese Groove-Variation. Jetzt mal mit einem durchgehenden 16. Raster. Ja, nochmal langsam. C unter 2 unter 1 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 C unter 2 unter 1. Ja, damit denke ich, kann man schon jede Menge machen, vor allen Dingen, wenn ihr es mit Sachen variiert, die ihr schon kennt. Das habe ich ja schon des Öfteren mal erwähnt. Immer mal Sachen, die man schon kennt, mit neuen kombinieren. Und siehe da, habt ihr eure eigenen neuen coolen Variationen. Und ja, mehr gibt es erstmal nicht zu sagen. Das war jetzt erstmal so in der Basis. Ich wünsche euch viel Spaß damit und wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann würde ich sagen, bis demnächst, euer Bruno. Ciao. Drums. Percussion.
lernen und mehr mit Happy Drums.